Hallo, ich möchte hier was über regenerative Landwirtschaft erzählen. Es gibt spektakuläre neue Entwicklungen in den USA, aber auch in Deutschland. Und es geht um eine sichere Zukunft durch profitablen Humusaufbau. Mein Name ist Ralf Otterpohl. Ich bin Professor an der Technischen Uni in Hamburg und habe gemerkt, als Siedlungswasserwirtschaftler, dass wir nur genügend Wasser und Wasser in guter Qualität regenerieren können, wenn wir uns um die Böden kümmern, dass die Böden verbessert werden. Und ich habe schon seit etwa 30 Jahren mich darum gekümmert, dass wir die Nährstoffe, die durch die Abwassersysteme in der Regel vernichtet werden, rückgewinnen können und daraus Humus herstellen. Da gibt es andere Videos auch dazu zu dem Thema. Aber ich habe mich dann angefangen, um den Boden zu kümmern in der Forschung und darüber möchte ich halt ein bisschen was erzählen, weil die Landwirtschaft sehr große Verantwortung hat und auch sehr große Chancen jetzt hat. Und da möchte ich zunächst mal meinen Respekt ausdrücken vor allen Bauern und Landwirten. Ich habe gemerkt, wie wahnsinnig schwierig es ist, in der Praxis Jahr für Jahr zu bestehen, bei extremer Nässe, extremer Hitze, bei Dürre, Trockenheit, verschiedenen Schädlingsdrücken. Und das ist etwas, wo es sehr, sehr viel Können, Wissen, Anpacken und Arbeit erfordert, das ganze System am Laufen zu halten. Und ich möchte hier Hinweise geben, ohne jetzt hier der Oberschlaumeier zu sein, sondern ich will einfach Hinweise geben über Prinzipien, die in verschiedenen Teilen der Welt sehr gut funktionieren, sehr gute Ergebnisse bringen. Und zugleich weiß ich, dass die Anwendung im speziellen Fall mit der speziellen Bodensituation, Klimasituation, mit den Früchten, die angebaut werden sollen, sehr, sehr schwierig ist und auch eine Kunst ist. Also insofern, die Prinzipien sind relativ einfach und nachvollziehbar und ich spreche hier über die Prinzipien. Die Anwendung ist dann eine Sache der Bauern und Landwirte, da die richtigen Wege zu finden. Aber da möchte ich Anregungen geben, sodass in lokalen Forschungskreisen zum Beispiel sich ein paar Betriebe zusammentun, verschiedene Sachen auf kleinen Flächen mal ausprobieren, vergleichen und das, was gut funktioniert, dann weitermachen. Weil die Landwirtschaft muss sich bewegen. Die Landwirtschaft muss zugleich auch einfach die Wasserwirtschaft respektieren. Und beides gehört zusammen. Wir müssen das Wasser auch in der Menge regenerieren, weil immer mehr Beregnungen werden jetzt gebaut und das geht nur so lange gut, wie das Wasser natürlich sich regeneriert und nicht wie in vielen Regionen jetzt der Grundwasserspiegel sinkt. Ich selber forsche, wie gesagt, an der Technischen Uni in Hamburg, Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz. Und wir machen zum einen, gibt es eine Abteilung über ressourcenorientierte Sanitärsysteme. Dann gibt es die Abteilung ländliche Entwicklung, für die ich jetzt spreche. Und dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe Bioressourcenmanagement. Und ich leite das gesamte Institut und zugleich noch die Arbeitsgruppe ländliche Entwicklung, weil das ist mir ein Anliegen und ein Herzensthema. Ja, wir machen verschiedene Arbeiten, um die Bodenqualität erstmal überhaupt gut beurteilen zu können. Wir haben festgestellt, dass es da gar nicht so sehr viel zu gibt. Cornell University in USA macht da eine ganze Menge, mit denen arbeiten wir da auch zusammen. Und so haben wir halt jetzt verschiedene Ansätze in der Forschung mit Bestimmung der Infiltrationsrate im Bild links. Bestimmung der Aggregatstabilität, die ja ganz entscheidend ist, und dann aber auch biologische Kompostuntersuchungen. Dann hier die Bodenbiologie, unterschiedliche Bodenbakterien mit Ausstrichverfahren,
Verschlemmungstests hier und dann aber auch Messen von Bodenpilzen. Und die Wichtigkeit von Bodenpilzen wird immer klarer und die möchte ich halt in diesem Vortrag auch herausstellen. Ja, wir haben ein geniales Projekt vor kurzem abgeschlossen, und zwar konnten wir in Gewächshausversuchen in Hamburg und Feldversuchen in Kaschmir das bisher weltbeste Reisanbausystem SRI dramatisch verbessern durch Beipflanzung von Bohnen, Buschbohnen, die dann Stickstoff bringen, die aber dann den Unkrautdruck gesenkt haben. Es ist ein Trockenreissystem und das ist etwas, wo die Erträge halt sehr, sehr viel besser wurden, wie man hier sehen kann, Vergleich von hier zu da. Wo halt tatsächlich jetzt sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt wurden. Dann arbeiten wir auch mit Mechatronikern zusammen, haben wir dazu beigetragen, dass jetzt ein Roboter entwickelt wird, der sowohl selektiv jäten kann, aber der kann auch fürs Aussehen eingesetzt werden, für Ernte und so weiter. Da ist ein Start-up-Unternehmen mit eingestiegen und wir arbeiten da weiterhin zusammen. Die Gliederung dieses Vortrags: Humus und Pflanzendecke, das ist die Grundlage für Leben überhaupt auf der Erde und Produktivität. Es gibt viele gute Wege in der Landwirtschaft. Es gibt klare Prinzipien: pfluglos arbeiten, Gründüngung, NPK und Biozide minimieren. Das spart auch sehr viel Geld ein, ist ein Weg zu Profitabilität, weil ich kann mehr produzieren, wenn ich das weglasse und dann aber ordentlich wirtschafte oder so wirtschafte, wie es jetzt so nach den neueren Entwicklungen sich langsam abzeichnet. Die Anpassung an den jeweiligen Standort ist eine hohe Kunst und da braucht es sehr viele Pioniere, die jetzt aus der Landwirtschaft mitgehen. Und die gute Nachricht ist, dass die Betriebe, die innovativ sind, oft auch Nachfolge haben, dass die Kinder dann sagen, okay, das ist spannend, da möchte ich mitwirken. Die Landwirtschaft muss Unterstützung einfordern. Die Klimadiskussion ist eine klare Sache. Es ist Klima, wo der Mensch Einfluss hat, ist zum ganz, ganz großen Teil Bodenbewirtschaftung. Und da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Dann werde ich ganz kurz die Agroforstwirtschaft erwähnen. Jetzt gibt es Flächenprämien statt 300 Euro pro Hektar 1000 Euro. Und das ist durchaus interessant, da einzusteigen. Aber natürlich ein spezielles Thema und dann endlich mit einer Zusammenfassung. Humus und Pflanzendecke. Ja, wir verlieren in vielen Teilen der Welt Boden in erschreckendem Maße. Hier, das ist ein Bild aus Äthiopien. Wahnsinnige Erosion. In Äthiopien verlieren viele Bauern ihre Lebensgrundlage, obwohl da viele Generationen gut gelebt haben und müssen weggehen. Und das wäre eigentlich relativ einfach umzukehren. Da arbeiten wir auch dran in Äthiopien, aber auch in Europa muss da was passieren. Der Mensch hat schon zwischen 1950 und 1990 ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Das stammt aus dem UN Millennium Ecosystem Report von 2005. Es gibt leider keine guten neueren Daten. Was es gibt, zeige ich gleich noch kurz. Und das Thema kommt zum Glück doch immer mal wieder in die Medien, allerdings viel zu wenig. Ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema auf der physischen Ebene, was wir überhaupt noch haben, um eine gute Zukunft überhaupt zu ermöglichen. Im Moment läuft es hinaus auf die Vernichtung der Menschheit. Ja, hier die aktuellen Zahlen. Ich habe eine Masterarbeit dazu schreiben lassen. Der Student war relativ frustriert, weil es relativ wenig belastbare Literatur dazu gibt. Die Titelzeilen oder Schlagzeilen in der Zeitung
sind oft in den Forschungsberichten nicht wiederzufinden. Und die Situation ist ein bisschen anders, als wir denken. Also wir haben tatsächlich in den Regionen, wo man denkt, oh, alles ganz furchtbar, wie Subsahara-Afrika, Verbesserungen, moderate Verbesserungen, aber immerhin Verbesserungen. Und da sieht man halt, dass doch, wenn es sehr schlecht aussieht, die Menschen aktiv werden und man kann zum Glück sehr, sehr viel machen. Auch in Brasilien gibt es sehr viele Bereiche mit Verbesserungen und eine Region mit starken Verschlechterungen. Was aber deutlich ist, ist die dramatisch schlimme Situation in vielen Teilen Europas und Nordafrikas, USA natürlich auch, besonders der westliche Teil und dann aber auch Asien, katastrophale Situationen. Die Regionen trocknen aus, es gibt kein Wasser mehr und das ist etwas, was eine Folge von falscher Bodenbewirtschaftung ist, Abholzung, falscher Beweidung. Die Tiere selber können Humus aufbauen oder vernichten. Das hängt davon ab, wie man sie hält. In Portionsbeweidung kann das Tier dazu beitragen, sehr gut Humus mit aufzubauen. Ja, Klima ist letztlich von zwei ganz großen Faktoren abhängig, die Solarzyklen und der Zustand der Erdoberfläche. Klimazerstörung ist ganz stark bedingt durch Abholzung, Erosion, Humusvernichtung durch Pflug und Biozide. Ein stabiles Klima erfordert humusreichen Boden, Pflanzendecke. Das gibt dann Wasserdampf und Wolkenbildung. Und Professor Rippel, der früher an der TU Berlin fantastische Forschung gemacht hat, hat das sehr klar aufgezeigt. Und da ist halt die Landwirtschaft gefordert und man kann auch für die, denen jetzt das CO2 besonders wichtig ist, es spielt eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Man kann mit landwirtschaftlicher Praxis, regenerativer Landwirtschaft sehr locker Kohlenstoff ohne Ende in den Boden bringen und damit die Produktivität erhöhen, die Wasser Neubildung verbessern, die Produktivität, Lebensmittelsicherheit erhöhen. Leider ist das etwas, wo keine Milliarden mitverdient werden, sondern eher Milliardenmärkte verschwinden und da ist die Politik dann plötzlich sehr kurzatmig und da kommt dann nichts, ne? Genau wie bei Plastikmüll im Meer, da werden dann Strohhalme verboten, statt die fast 50% Plastikmüll im Meer, die Netze mal zu reglementieren. Ja, wo ist das Klima ausgeglichen? Auf einer verwüsteten Erde kann man sich vorstellen, dass es einfach nur noch Hitze und Kälte gibt, Dürre und das Klima völlig aus den Fugen ist. Das ist, was wir erleben. Und zugleich auf einer grünen Erde, wo der Boden Bewuchs hat, Humus hat, man Boden aufbaut, ist das, was wir menschlich tun können im Bereich von Klima. Wie gesagt, die Sonnenzyklen haben wir sehr wahrscheinlich nicht unter Kontrolle. Die sind aber sehr mächtig, wie sich über die Jahrzehntausende ganz dramatisch immer wieder gezeigt hat. Das, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass auf einer grünen Erde Bewuchs da ist und dann könnten selbst 30 Milliarden Menschen auf der Erde problemlos gut leben, zumindest von der Nahrung und vom Wasser her. Ob das sinnvoll ist, eine andere Sache. Momentan füttern wir äquivalent von 70 Milliarden Menschen mit industrieller Tierhaltung, was überhaupt keinen Sinn macht. 80% der Ackerflächen für Tierfutterproduktion sind eine absurde Fehlentwicklung, zumal die Tiere natürlich Flächen beweiden können, die anders nicht nutzbar sind und die dabei auch aufbauen können. So viel zu Humus und Pflanzendecke und jetzt zu den vielen guten Wegen in der Landwirtschaft. Wie gesagt, ich rede hier über Prinzipien. Es soll nicht als Schlaumeierei kommen, sondern einfach Anregungen geben und klare Prinzipien. Pfluglos, Gründüngung, NPK und Biozide minimieren.
Mir geht es nicht mehr um, sagen wir mal, Biolandwirtschaft versus agrochemisch, sondern alle Landwirtschaft, muss regenerativ werden aus Sicht der Wasserwirtschaft, aus Sicht der Menschen, die auch in Zukunft essen wollen und aus Sicht einer Klimastabilisierung. Und das ist etwas, wo es zum Glück jetzt tolle Entwicklungen gibt, die doch absolut umsetzbar sind, aber bisher noch kaum bekannt. Deshalb mache ich jetzt diesen Vortrag hier. Ja, die Pflanze hat natürlich den Wurzelraum und der Wurzelraum ist quasi der Verdauungstrakt der Pflanze. Also was bei uns der Darm ist, ist da das Wechselspiel zwischen Wurzel und Boden. Und da brauchen wir halt Diversität und volle Versorgung. Bei Biozidanwendungen wird das geschädigt, auch die Verdichtung. Hier sieht man zum Beispiel, dass hier ein verdichteter Boden war. Das ist also ein völliges Missverhältnis von Pflanze zu Wurzelmasse. Ja, es gibt sehr spektakuläre Versuche im Kleinen. Dr. Jürgen Reckin, der leider verstorben ist inzwischen, hat einen tollen Versuch entwickelt, wo er in einem Behälter auf der einen Seite einen Boden mit NPK-Mineraldünger und sogar Spurenelementen im optimalen Bereich eingebaut hat und auf der anderen Seite einen Boden mit viel Humus und Blattmulch und hat dann geschaut, wo will die Pflanze hinwachsen. Also man fragt mit dem Versuch quasi die Pflanze, was sie möchte. Und die Antwort ist relativ deutlich. Und er hat halt auch zeigen können, dass so etwas sehr, sehr gute Erträge bringt, selbst im Brandenburger Sand. Der Aufbau dauert eine Weile, aber da gibt es jetzt noch bessere Methoden, die ich gleich darstellen werde. Und mit diesen sehr hohen Humusgehalten kann man sehr hohe Produktivität erreichen. Und hier im Gartenbau gibt es Beispiele von Herwig Pommeresche. Er hat mit sehr hohen Humusgehalten 18 Kilo Zwiebeln pro Quadratmeter produziert in Südnorwegen. Normal in der Nachbarschaft erreicht man 3 Kilogramm pro Quadratmeter, sowohl bio als auch konventionell. Und agrochemisch mit allen Tricks kann man so auf 8 bis 9 Kilo kommen. Aber da ist halt dann der Humus doch überlegen und der Vorteil ist, den kann ich im Betrieb selber aufbauen. Ja, die Produktivität von Ökosystemen und jetzt kommt die große Frage, besonders an Bauern und Landwirte und Gartenbauer, wie produktiv sind die landwirtschaftlichen Systeme, die wir heute überwiegend haben? Maßstab ist halt zum Beispiel tropischer Regenwald, das Meer, Algenproduktivität, Sumpfland, Marschland, was ja sehr produktiv ist, gemäßigter Wald und wie steht die Landwirtschaft? Und diese Folien sind von Dr. David Johnson vom New Mexico State University in USA, der fantastische Arbeit macht. Und ja, die Produktivität der Landwirtschaft liegt ungefähr da. Und man kann halt durch die Anwendung dieser ja, neuen Entwicklungen in regenerativer Landwirtschaft dahin kommen. Und da ist halt dieses orangene Szenario ähnlich wie tropischer Regenwald, Sumpfland, Marschland. Das gemäßigte Szenario, wenn man das maximal betreibt, maximalen Humusaufbau, dann kann man sogar auf 4000 kommen, also das Doppelte der produktivsten Ökosysteme der Welt. Und wenn man das global anwendet, droht eine Verknappung von CO2 in der Atmosphäre, was ja dann das Pflanzenwachstum wieder beendet und sogar irgendwann alles Leben zum Erliegen bringt. Ja, Dr. Johnson hat als Mikrobiologe Versuche gemacht und hat geguckt, was sind die Hauptfaktoren für Produktivität? Stickstoff. Die Produktivität sind diese roten Balken, Stickstoffgehalt hier. Okay, Stickstoff ist es schon mal nicht. Phosphor. Ähnlich.
sogar bei sehr hohen Gehalten niedrige Produktivität. Auch das ist es nicht. Kalium ähnlich. Und dann meine Vermutung wäre gewesen, es ist organische Masse. Aber erstaunlicherweise auch die organische Masse war es nicht. Ja, die Frage, was ist entscheidend für Produktivität und Wachstum? Ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich zugeben, aber wenn man es erstmal weiß, ist das sehr logisch. Es ist letztlich das Verhältnis von Bodenpilzen zu Bakterien. Und da gibt es hier eine sehr, sehr gute Korrelation. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Hinweis darauf, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist. Und wir machen jetzt auch Messungen über die Bodenbiologie, um das zu messen. Und man muss nicht alles messen, um das besser zu machen. Ich zeige gleich, wie man diese Anreicherung hinkriegt, auch mit geringen Mengen von Material, die relativ leicht erzeugbar sind. Ja, das sind die Versuche von Dr. Johnson mit ja, den entsprechenden Produktivitäten, die dort gemacht wurden mit verschiedenen Topfversuchen kann man halt sehen, wie die Produktivität sich da ändert. Und wie gesagt, ein hoher Anteil an Pilzen im Verhältnis zu den Bodenbakterien zeigt hier die große Produktivität. Und der Kohlenstoff, der sich im Boden aufbaut, ist auch dramatisch gesteigert. Ja, es gibt Dr. Elaine Ingham, die auch, wie ich erfahren oder gemerkt habe, in Deutschland bei den Bauern einen guten Namen hat. Sie hat halt sehr vieles entwickelt über die Anreicherung von Boden, über Bodenbiologie. Sie arbeitet mit Dr. Johnson auch zusammen. Und sie sagt halt aus, mikroskopieren, dann komplettieren mit Komposttee. Das ist auch eine Animpfart. Ich zeige gleich noch eine andere. Und dann Anpassung der Anbaumethoden. Das Interessante ist, dass diese Raten von Bakterien zu Pilzen, also Bodenpilze hier im oberen Bereich, die kann man halt ja, anreichern und dann auch ideale Bedingungen für Ackerland herstellen, während der typische Zustand im System heute diese niedrigen Raten hat und damit ideal für den Unterwuchs oder das Unkraut ist. Also wenn die Böden ideal für Unkraut sind, muss man sich nicht wundern, dass man eine Menge Aufwand da reinstecken muss, diese Systeme halbwegs im Lot zu halten. Es ist eigentlich besser, das ökologische System so anzupassen, dass es dem entspricht und Bakterien zu, also Pilze, Bodenpilze zu Bodenbakterien für Getreide, was halt Grassorten sind, ist 1:1. Und wir haben halt oft nur, was weiß ich, 0,01 oder 0,1. Und damit wird die Produktivität erhöht. Und das ist natürlich das, was letztlich Geld einbringt. Und das Interessante ist, dass die Produktivität sich dann steigert, wenn wir auf Mineraldüngung und Biozide verzichten, zumindest weitgehend. Und damit kann man dann die Produktivität deutlich erhöhen und die Ausgaben zugleich senken. Und das haben viele Bauern schon gemerkt, wie interessant das dann wird. Ja, die Methode, um solche Animpfprodukte herzustellen, Elaine Ingham macht den Komposttee, was eine Methode ist, die gut ist. Und Dr. Johnson hat eine besondere Art der Kompostierung entwickelt. Er nennt das Johnson-Sue-Komposttee.
Kompost-Bioreaktor. Und der Trick dabei ist, dass man in diesem Kompostreaktor, warum der so klein ist, sage ich gleich, Rohre einbaut. Hier auf der rechten Seite sieht man es besser, so dass halt Luft immer so maximal so 20 Zentimeter weg ist von jedem Platz im Kompost. Und dadurch das absolut aerob bleibt. Und dann hat er Messungen gemacht, die absolut spannend sind. Dass nämlich nach einem Jahr dort eine sehr, sehr hohe Vielfalt auch an Pilzsporen entsteht. Und die Empfehlung von Dr. Johnson ist halt eine Breitband-Animpfkultur aus diesem Kompost. Und da braucht man nur 1 Kilo in 100 Liter Wasser aufzulösen, durchzusieben und 1 Kilo in 100 Litern pro Hektar. Also insofern relativ kleine solche Komposter reichen. Und das kann man idealerweise dann beim Drillen mitgeben, so wie eine Unterfußdüngung. Und dann danach regenerativ wirtschaften, damit sich dieses Bodenleben ausbreiten, etablieren kann, die Bodenpilze da sind. Und ich möchte hierzu ergänzen, dass wir in einem solchen System ja, die Mykorrhizen nicht anreichern, weil die Mykorrhizen nur dann sich vermehren, wenn lebende Pflanzenwurzeln da sind. Und das fehlt hier. Also das müsste man noch ergänzen. Und da gibt es auch Methoden. Ich zeige gleich noch eine, die sehr einfach ist. Und dann kann man halt auch die Mykorrhizen mit anreichern. Da gibt es 80, 90 verschiedene Mykorrhiza-Pilze, die ja quasi die Verlängerung der Wurzeln darstellen. 1 Meter Baumwurzel kann 1000 Meter Mykorrhiza-Myzel haben und damit natürlich die Produktivität und Nährstoffversorgung dramatisch steigern. Ja, und hier die Messungen von David Johnson. Das ist hier nach 4 Wochen die Menge der Spezies. Und da sind halt die 80% der häufigsten sind nur 23 Spezies. Wenn man den Kompost länger stehen lässt, bilden sich sehr viel mehr Spezies. Und wenn man ihn noch länger stehen lässt, und das heißt über ein Jahr ohne Wenden, weil sonst die ganzen Pilzmyzele zerstört werden, dann hat man eine unglaubliche Vielfalt und mit sehr vielen Spezies. Und daraus wird dann halt diese Animpfkultur gemacht. Inokulat, was extrem preiswert herzustellen ist mit üblichen organischen Materialien. Kuhmist ist natürlich ideal, aber auch viele andere Substrate, Blätter kann man beigeben, Blätter von Bäumen und vieles andere. Holziger Anteil sollte immer da sein, weil Pilze natürlich Holz brauchen. Ja, dann dazu ergänzend ein Thema. Wir haben eine starke Abnahme von vielen Spurenelementen in den Agrarböden. Das ist hier nur mal ein Beispiel für viele Substanzen, die einfach dadurch, dass immer entnommen wird, aber wenig zurückgegeben wird, dass da eine Abreicherung ist und zugleich gibt es da eine Zunahme von Krankheiten, die auch mit dem Mangel dieser Stoffe wissenschaftlich in Verbindung gebracht werden kann. Und das ist halt, wenn mehr entnommen wird als zurückgegeben wird, geht die Balance nicht auf. Und das ist etwas, was auch entscheidend ist, um die Bodengesundheit sicherzustellen. Und da gibt es einen wesentlichen Pionier in dem Bereich, das ist John Kempf, auch in Deutschland zum Teil bekannt. Der halt hier die Pyramide, Pflanzengesundheitspyramide aufgestellt hat. Ich habe das hier mal auf Deutsch übersetzen lassen und das Bild kann man gleich anhalten und das mal nachlesen. Und seine Hauptaussage und Beobachtung als Praktiker, er ist auf einem Betrieb aufgewachsen, die auch einen Vertrieb von Agrochemikalien gemacht haben. Und er hat gemerkt, dass die Flächen, die nicht agrochemisch behandelt wurden, plötzlich sehr viel besser
bessere Erträge hatten und die Krankheitsanfälligkeit sehr viel geringer war, und hat dann halt angefangen, sich um die Spurenelemente und die Bodenbiologie zu kümmern. Und er hat festgestellt, dass um überhaupt erstmal eine komplette Photosynthese zu haben, brauche ich Magnesium, Eisen, Mangan und auch Stickstoff und Phosphor. Dann eine komplette Proteinsynthese, auch Magnesium, aber auch dann Schwefel, Molybdän und Bor. Bor fehlt auf 50% der Weltagrarböden. Und dann haben wir erstmal den unteren Teil der Pyramide. Dann haben wir schon mal nicht mehr ganz so viel falsch gemacht. Und dann kommt dieser Teil der Bodenbiologie. Und das ist das, was ich eben gezeigt habe, was Dr. Johnson zum Beispiel zeigt, oder auch die Interessengemeinschaft Gesunder Boden in Regensburg genauso zeigen konnte. Ja, hier die Folien einfach mal zum Rausschauen, anhalten, rauskopieren. Und jetzt hatte ich versprochen, eine zweite Art der Anreicherung von Bodenorganismen. Dan Kitschetsch ist auf dem Bio-Gemüsebaubetrieb aufgewachsen, war frustriert, dass das so viel Arbeit war. Und als es darum ging, den Betrieb zu übernehmen, hat er gesagt, okay, ich gebe dem 3 Jahre Zeit. Wenn ich es da geschafft habe, das entspannt zu machen, ordentlich zu verdienen und zugleich Zeit für meine eigenen Interessen zu haben, dann mache ich weiter. Er hat es geschafft, und er hat halt auch die überragende Rolle der Spurenelemente und des Bodenlebens herausgestellt, herausgefunden. Er arbeitet auch mit John Kempf zusammen. Er bezieht sich auf Professor William Albrecht, der früher an der University of Missouri in den USA gelehrt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings dann in Vergessenheit gebracht wurde aus kommerziellen Interessen. Und so langsam erscheint er wieder, weil er einfach damals schon recht hatte. Und das ist die Thematik der Spurenelemente, Bodengesundheit, Pflanzengesundheit, Menschengesundheit. Und der Dan Kittredge hat halt unter anderem eine Methode beschrieben, wie er eine Animpfung des Bodenlebens macht. Er fährt also durch die Gegend, wo der Betrieb ist, und guckt sich an, wo ist richtig guter, satter, toller Boden, wo die Pflanzen richtig so eine Wachsschicht haben, wo die voll entwickelt sind. Und an solchen Stellen nimmt er ein, zwei Schaufeln Erde raus in den Eimer, fährt dann weiter, trockener Standort, feuchter Standort, verschiedene Bodentypen, verschiedener Bewuchs und so weiter, und sammelt dann einen guten Eimer voll mit allen möglichen ja, Mischpopulationen. Und das wird dann halt, sobald er Zeit hat, das auszubringen, in Wasser aufgelöst. Und dann kann man das ja einfach auf die Flächen aufbringen. Man muss allerdings, wenn man eine Animpfung vornimmt, das gilt auch für den Johnson-Kompost, immer den Boden stören, weil der sonst immun ist gegen Veränderung. Und insofern muss man halt dann einmal das mit Bodenbearbeitung kombinieren, dass man zum Beispiel, wenn man Unterwuchs entfernt, das dann mit einbringt. Und das ist halt die Methode, die man ergänzend zu Johnson machen kann oder auch unabhängig davon. Und so kann man dann auch die Mykorrhizen mit anreichern. Und da sollte natürlich auch Waldboden mit dabei sein, weil da noch sehr viel mehr Spezies dabei sind. Und das, was gut reinpasst ins System, das wird sich dann da durchsetzen, zur Produktivität beitragen. Ja, wie kann ich sehen, ob das System gut funktioniert? Das Messen ist schwierig und aufwendig. Es gibt aber einen tollen Messwert, der sehr einfach ist. Im Weinbau werden diese Refraktometer eingesetzt, wo diese Brix-Werte gemessen werden. Und jetzt ist das aber nicht nur Zucker, sondern ist im Grunde die Nährstoffdichte, ein ganz wichtiges Wort, Nährstoffdichte. Und bei hoher Nährstoffdichte kann ich davon ausgehen, dass der Boden gut ist. Und so habe ich dann einen Anhaltspunkt, wie die Qualität ist, der Früchte, Gemüse und andere. Man kann halt den Pflanzensaft hier untersuchen.
Und Dan Kittredge entwickelt auch ein System, wo man das mit so einem Handspektrometer machen kann. Das ist ganz spannend, dass man halt wirklich auch demnächst wahrscheinlich die Kunden im Laden werden messen, wie gut die Qualität ist. Und dann geht es nicht mehr einfach nur nach Aussehen und Geschmack ist egal, sondern dann können die Kunden halt einfach sehen, okay, hier, da, der Hof hat eine gute Ware und das andere bleibt halt liegen. Und das finde ich eigentlich gut, wenn die Qualität halt siegt und nicht einfach nur das Aussehen und so weiter. Ja, es sind sehr viele Spurenelemente nötig. Das ist ein extrem komplexes System, nur ansatzweise verstanden. Und vieles ist bisher unbekannt. Und wahrscheinlich sind über 80 Spurenelemente nötig. Und eins davon ist zum Beispiel Molybdän. Und wenn man jetzt Leguminosen im System hat, was ich jetzt durch Gründüngung mache bei regenerativer Landwirtschaft, der Boden soll immer produktiv bleiben, deshalb halt auch in der Ruhephase oder in der Zeit, wo keine Frucht produziert wird, dass da eine Gründüngung wächst, die dann den Boden auch ernährt, das Bodenleben weiter ernährt. Und da sollten natürlich Leguminosen drinne sein, Tiefwurzler, Flachwurzler und so weiter, damit Nährstoffe aus der Tiefe hochgeholt werden. Und für die Leguminosen, die Stickstoffbindung machen, das funktioniert nur, wenn Molybdän vorhanden ist, was oft fehlt. Die Nitrogenase, also das Enzym, was diese Stickstofffixierung ermöglicht, braucht zwingend Molybdän. Und ein anderer dramatischer Punkt ist, dass etwa 50% der Weltagrarböden Bormangel haben und damit halt die ja, Pyramide der Pflanzengesundheit schon gleich zu Anfang zusammengebrochen ist. Ja, wie kann man diese Substanzen zuführen? In der biologischen Landwirtschaft werden halt oft Basalt- oder Granitsteinmehle und Tonminerale eingebracht. Lieferant im Bodensystem selber, die Mykorrhizen, die können halt Substanzen aus dem Boden auflösen, was die Pflanzenwurzel nicht kann. Und wenn Fungizide eingesetzt werden, zerstört das halt genau diese Mykorrhizen, die dann halt, und dann zerstört man das eigene Produktionssystem und ist auf externe Versorgung abhängig, die aber nicht gut funktioniert, wie wir vorhin bei diesen Kurven gesehen haben, wo NPK halt keinen guten Zusammenhang mit der Produktivität gezeigt haben. Es muss natürlich Stickstoff da sein, aber viel besser in Lieferung durch das Bodenleben in organischer Form, dass die Pflanze sich das holt, wie sie es will. Und hohe mineralische Anteile an Stickstoff stören das Bodenleben und sind kontraproduktiv. Und sind auch für die Wasserwirtschaft nicht gut. Die hohen Nitratgehalte sind nicht akzeptabel. Ja, Humus erhalten, aufbauen, nicht pflügen, keine Biozide, Tonpartikel, Steinmehle etc. Ligninanteile aus Wurzeln, Pflanzenresten und Holz in Mulch und Kompost erhöht die Bodenpilze. Die Pilze ernähren sich von Holz. Produktivität im Betrieb erhalten, weil die Produktivität des Betriebs, das betrifft halt auch die Gründüngungen, das Bodenleben füttert und ich die wichtigste Maschinerie in Gang halte. Man kann auch Algenmehle, Steinmehle, Meeresmineralien zugeben, um diese über 80 Spurenelemente auch am Start zu haben. Klare Prinzipien. Und einer der Pioniere der regenerative Landwirtschaft seit über 20 Jahren macht in Nordakota, das ist ziemlich das schlimmste Klima, was man haben kann. Extrem viel Frosttage, extreme Trockenheit. Und der Gabe Brown hat 2000 Hektar in Bewirtschaftung und war mehrmals kurz vorm Bankrott und hat dann aber Wege gefunden, das hinzukriegen. Sein Buch ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen
Und seine fünf Prinzipien, die er über die Jahrzehnte entwickelt hat, minimale Bodenstörung. Niemals pflügen, Bodenpilze, die produzieren auch dieses Glomalin, das ist der Klebstoff, der dann diese Ackerkrume, die Bodengare macht. Immer Bodenbedeckung, Schutz, Schatten, Futter für die Würmer und so weiter. Hochdiverse Gründüngungen und Direktsaaten. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist Christoph Felgentreu mein Experte für Gründüngung. Absolut fantastisch, was der für ein Wissen hat, in Jahrzehnten aufgebaut. Dann diversifizierte Fruchtfolgen und Versuche mit Neuem natürlich auch erstmal auf Teilflächen, kleinen Forschungskreis machen mit ein paar anderen Betrieben, wo jeder paar Sachen ausprobiert und man dann ab und zu mal gemeinsam rumfährt und guckt, was gut funktioniert. Dauerhafte, hochdiverse, lebende Durchwurzelung. Und dann das fünfte Prinzip geht natürlich nicht überall, aber das Tier und die Fläche sollten wieder zusammenkommen. Diese jeweilige Spezialisierung ist ein absurder Unsinn mit massiven Schäden, ökonomisch unsinnig und Grundwasser belastend, Portionsbeweidung auch auf Gründüngung. Und damit kann man dann halt letztlich sehr, sehr viel Kohlenstoff in den Boden bringen. Wir brauchen viel, viel mehr Kohlenstoff in den Boden. Und 0,4 bis 0,5% organischer Kohlenstoff pro Jahr ist möglich. Und damit baut man quasi dann ein besseres Einkommen auf. Und wenn man über 10 Jahre dann 5% organisch C aufgebaut hat, dann hat man richtig was geschafft und hat einen Betrieb, der eine sichere Zukunft ermöglicht und ein gutes Einkommen abwerfen sollte. Natürlich muss man auch da dann vieles andere richtig machen. Wie gesagt, die Prinzipien gebe ich hier weiter zu Ihrer eigenen Informationen und damit Sie halt gucken können, was klingt da bei Ihnen an, wer möchte was ausprobieren. Wir sind auch interessiert, mit noch mehr Bauern in der Forschung zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten bereits mit einigen Betrieben. Interesse ist inzwischen sehr, sehr groß an neuen Wegen und zum Glück gibt es dann so gute Beratungsorganisationen wie Interessengemeinschaft Gesunder Boden zum Beispiel. Ja, Gründüngung profitabel einsetzen. Hier ist halt eine Kombination eines Walzens der Gründüngung hier im vorderen Bereich und zugleich dann die Direktsaat im hinteren Bereich. Die Saatmaschine ist beschwert, damit es halt durch die Gründüngungsschicht, die plattgedrückt ist und damit nicht mehr weiter wächst, durchgedrückt wird und dann kann halt die Frucht gut auflaufen, weil der Rest des Feldes immer noch weiter bedeckt ist. Und wenn ich da natürlich jetzt nochmal so eine Animpfung à la Johnson oder Dan Kittredge beigebe, dann gebe ich natürlich den Pflanzen dann nochmal schon mal alles mit, was sie zur Entwicklung brauchen und die können dann viel besser durchstarten. Geht natürlich auch in groß. Es gibt halt in Deutschland einen Direktsaatverein und die setzen leider weiterhin Herbizide ein und sagen, es geht nicht ohne. Allerdings kenne ich genug Betriebe, die das auch mit Direktsaat ohne synthetische Herbizide hinkriegen, so dass das halt tatsächlich geht. Und ich hoffe, dass da einige auch noch umsteigen, weil auch die Herbizide natürlich das eigene Produktionssystem immer wieder schädigen. Aber toll, dass die sowas machen und ich bin sehr dankbar für Pioniere hier, die sowas machen. Ja, und einer der Pioniere, die ich dann selber mal besucht habe, ist der Josef Häkler in Süddeutschland im Raum Nürnberg-Regensburg, ist auch Mitglied der Interessengemeinschaft Gesunder Boden. Oben ist sein Betrieb zu sehen und wir sind mit unserem Forscherteam dort mal eingefallen auf seinem Betrieb und er hat uns wirklich dann seine Flächen gezeigt und man konnte den Boden tatsächlich
blind unterscheiden. Und nach 6 Jahren dieser Art der Bewirtschaftung, und das ist etwas, wo er eine tolle Bodenstruktur hat, das Wasser wird sehr schnell aufgenommen, und das ist etwas, wo er viel mehr Feuchtigkeit im Boden hält. Und besonders jetzt diese extrem trockenen Jahre, sie waren nicht überall trocken, aber in seiner Region auch, da kamen dann die Nachbarn und sagten, hier, Moment mal, wie kann das sein, dass hier bei dir noch alles gut steht und bei uns hier langsam die Dürre zuschlägt? Und das hängt natürlich ganz klar damit zusammen, dass dieser Boden halt auch Starkregen wegschluckt, wegspeichert, teils ins Grundwasser abgibt, Grundwasserspiegel erhöht, aber auch sehr viel mehr im Boden gehalten wird. Und da ist halt Wasserwirtschaft und Landwirtschaft mal Hand in Hand. Und insofern sollten diese Themen auch die Wasserversorger weiter vertreten. Also über das hinaus, dass einige Wasserversorger Biolandwirtschaft fördern. Man sollte die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft machen. Und leider ist es schwieriger, als Biobetrieb auf pfluglos umzustellen, als erst pfluglos und dann auf die Biozide und die Mineraldüngung immer weiter zu verzichten. Ja. Die Portionsbeweidung gibt es auch in Deutschland traditionell. Ich habe Betriebe gesehen, die das machen, sehr erfolgreich. Und die Idee ist halt, dass man kleine Teilportionen, sogar Tagesportionen abteilt. Ich kenne selber jetzt noch einen Betrieb, der das jetzt gerade auch seit ein paar Jahren angefangen hat, mit großem Erfolg. Und dadurch wird halt tatsächlich Humus aufgebaut. Ich kann halt durch diese Art von Beweidung mehr Produktion bekommen, eine höhere ja, Vielfalt im System erreichen. Und das ist etwas, wo die bahnbrechende Arbeit hat Alan Savory gemacht. Das ist halt auch im Internet zu finden. Und ja, Rotational Grazing, Holistic Plant Grazing. Und Alan Savory ist ein Praktiker, inzwischen im sehr weit fortgeschrittenen Alter, der fantastische Arbeit gemacht hat. Millionen von Hektar weltweit sind unter dieser Bewirtschaftung. Viele Betriebe wurden gerettet, die ansonsten in Insolvenz gewesen wären. Und man kann es im kleinen und im großen Maßstab machen. Ja. So kann auch Portionsbeweidung aussehen. Das ist mehr die wilde Art. Und hier Gabe Brown, den ich vorhin genannt habe, der macht das halt auf seinen Gründüngungen. Hier wird halt die Gründüngung mit einer sehr hohen Tierdichte abgegrast. Dann am nächsten Tag gehen die Tiere weiter, rennen da mit Freude rüber und haben ein tolles Leben draußen. Und ja, das ist einfach das Schöne, wenn die Tierhaltung auch so läuft, dass das Tier ein gutes Leben hat. Ja, immer mehr Bauern gehen voran mit guten Konzepten. Agroforst gibt zum Beispiel einen Pionier, Thomas Domin in Brandenburg. Er hat eine Pflanzung von Pappeln und Robinien für Kurzumtrieb gemacht. Also mir ist Kurzumtrieb zu wenig. Also einfach 5, 6 Jahre schnell wachsendes Holz, dann abnehmen für Brennstoffproduktion. Aber er hat nach 4 Jahren 50% geerntet, und ja, das gab 2.500 bis 4.500 Euro pro Hektar. Immer mehr Bauern wechseln auf pfluglos und immer mehr auch Bio und pfluglos. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist sehr viel weiter fortgeschritten in den USA schon. Dann gibt es Bodenaufbau mit profitablen Kulturen, Hanfanbau, Produktion, Hanftextil, Dämmstoff, Hanfmilch, Hanföl, Humusaufbau. Dann sind aber für Textilproduktion ca. 5000 Hektar in einer Region erforderlich, damit man einen Maschinenpark haben kann. Das ist ein aufstrebender Markt. Ein Beispielbetrieb, Hanffaser Uckermark.
Und der Hanfmarkt ist momentan tatsächlich leergefegt. Also die, die Hanf produzieren, die kriegen das sofort weggekauft. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich das lohnen könnte. Aber wie gesagt, man muss sich mit vielen Betrieben zusammentun, um halt über Maschinenring oder Lohnunternehmen dann entsprechende Maschinen zur Verfügung zu haben, weil das ist eine sehr spezielle Frucht. Ich selber bin großer Fan von Esskastanienkultur. Kastanienmehl erscheint immer mehr in den Läden. Holz, Weide, Honig. Man muss unbedingt krankheitsresistente Züchtungen verwenden, die ja, Züchtung aus der chinesischen und amerikanischen Esskastanie. Hendrik Gäde und Franziska Wolpert sind da Weltklasse. Die haben die Baumschule Wurzelwerk in der Nähe von Kassel gegründet. Tolle junge Leute, die ja bisher sehr erfolgreich sind und Unterstützung ja, verdienen. Und es läuft schon gut. Man muss reservieren, um überhaupt noch Pflanzen zu kriegen. Ja, paar Sätze noch zu Agroforst und dann komme ich auch zum Schluss. Einer der Pioniere ist Professor Martin Wulff, leider auch jetzt vor kurzem verstorben. Der Sohn macht es weiter, der macht diese Forschung aber nicht mehr so sehr. Und Agroforst ist halt die Kombination von Agrarflächen mit Baumproduktion. Und hier ist einiges an Erfahrung vorhanden. Hier werden diverse Hartholzbäume zwischen die Getreidekulturen gebracht. Die Richtung in nördlichen Breiten ist Nord-Süd, damit halt von jeder Seite halt auch die Sonne da mal rankommt. Und eine der großen Organisationen, die sich mit Agroforst in Deutschland beschäftigen, ist Nature Fund. Und die machen Forschung und Förderung von dynamischer Agroforstwirtschaft mit Pflanzenvielfalt und auch mit Nahrungsproduktion, wo also auch Esskastanie, Walnuss und so weiter drin ist und auch Haselnuss und so weiter. Und dann kann man diese pyramidenförmigen Systeme machen, wo man halt in der Mitte die höheren Bäume hat. Nahrungsproduktion, auch Leguminose, dann daneben zum Beispiel Haselnuss, dann daneben ja, Strauchsträucher, Obststräucher und so weiter, bis hin zur Erdbeere und dann eine Fläche für Getreide oder auch für Tierhaltung. Und die Abstände, die Achsenabstände sind 50 bis 60 Meter. Ich habe selber eine kleine Fläche mit Freunden auf einem Hektar, machen wir Versuch mit Agroforst und das sieht natürlich in den ersten Jahren nach gar nichts aus, weil wenn ich die Bäume da einpflanze, sind die natürlich erstmal noch sehr klein und zum Start muss man da sicherlich erstmal auch Baumvermehrung betreiben, also Baumschule im Feld machen, damit man dann auch relativ schnell schon auch Einkommen generieren kann. Und das ist ein Thema, wo ich sehr daran interessiert bin, wo wir auch mehr Forschung zu machen wollen an meiner Hochschule. Und die ja, Agroforstsysteme, die bekommen inzwischen Förderung. Seit diesem Jahr gibt es halt statt 300 Hektar Flächenprämie, gibt es da 1000 Hektar, 1000 Euro pro Hektar. Und das ist etwas, wo das Aufbauen schon mal erleichtert wird. Ich sage nicht, dass es leicht ist und man sollte sehr vorsichtig agieren, nicht zu viel auf einmal machen. Und auch da wieder ja, vieles ausprobieren und nach sich da rantasten. Ja, die gleichen Grundprinzipien, die ich jetzt hier dargestellt hatte in diesem Vortrag, gelten für Ackerbau, aber auch für Gartenbau. Ich möchte nochmal betonen, Forschungskreise bilden, Einbindung lokaler Hochschulen. Fordern Sie die Kollegen an den lokalen Hochschulen, an den Agrarfakultäten. Heute wird in Deutschland und Österreich, ich glaube in der ganzen EU sogar,
Nur etwa 2% der öffentlichen Forschungsausgaben für ökologische Landwirtschaft aufgewendet. Das ist sogar geringer als der Anteil ökologischer Landwirtschaft heute. Und das ist ein Skandal, dass halt die Forschungsmittel hauptsächlich in eine Richtung gehen, die überhaupt keine Zukunft hat. Und insofern fordern sie die Hochschulen. Viele Hochschullehrer, besonders die Jüngeren, freuen sich, wenn sie angesprochen werden. Und da kann es zu praxisrelevanter Forschung dann kommen. Man kann eine Masterarbeit mal ausschreiben und dann kann jemand mal mitwirken, was ausprobieren, wo man selber im Betrieb nicht die Zeit für hat. Ja, IG Gesunder Boden, fantastische Videos von diesen Bodentagen. Und da gibt es halt auch die Vorträge von Christoph Felgentreu und auch vom Josef Häkler und vielen anderen tollen Leuten. Unbedingt beschaffen, für kleines Geld Mitglied werden. Und eine tolle Organisation, die sehr, sehr weit sind. Ich weiß so ein bisschen, was die machen. Also die sind wirklich ja, vielleicht sogar weiter als Dr. Johnson, haben aber bisher da noch nicht so viel zu veröffentlicht. Bestätigen aber diesen Weg. Ja, Zusammenfassung. Wir haben die Situation, dass Humus und Pflanzendecke entscheidend sind, Grundlage fürs Leben. Und wir haben im Grunde den Pfad, wollen wir jetzt zu einem grünen Planeten oder wollen wir die Erde komplett vernichten. Und das liegt zum großen Teil in der Hand von Bauern und Landwirten, Landnutzung generell, Aufforstung und Agroforstsysteme, Waldgartenwirtschaft und so weiter. Ich hoffe, ich konnte aufzeigen, dass es viele gute Wege in der Landwirtschaft gibt. Es gibt die klaren Prinzipien, Pfluglos, Gründüngung, NPK und Biozide minimieren. NPK ist Stickstoff, Phosphor, Kalium für die, die das nicht wissen. Anpassung am konkreten Standort ist eine hohe Kunst und diese hohe Kunst sollten die Bauern und Landwirte entwickeln. Fordern Sie Unterstützung ein. Das Klima reflektiert die Bodennutzung. Agroforst, vorzugsweise hochdiverse Systeme mit Nahrungs- und Futterproduktion, also auch die Futterproduktion durch Bäume. Die Erlen zum Beispiel sind fantastische Futterpflanzen. Auch die Weide geht, gibt es recht gute Erfahrungen mit. Ja. Hier noch Entwicklungen an der TU. Wir haben halt das bisher weltbeste Reisanbausystem, was mehrere Weltrekorde hatte, durch die Verbindung mit Bohnenproduktion, Intercropping, dramatisch verbessern können. Haben Glückwünsche gekriegt, auch aus verschiedenen Teilen der Welt, auch von Cornell University, die das hauptsächlich vertreten. Und damit kann 20% des Weltwasserverbrauchs eingespart werden, weil das jetzt so einfach wird, die Bauern wieder mehr verdienen. Dann haben wir ein hocheffizientes Süßwasser-Aquakultursystem mit Schwimmpflanzen entwickelt zur Fütterung von Hühnern und Graskarpfen. Hochwertigste Nahrung. Das hat Dr. Stefan Hügel gemacht, der bei uns am Institut war, jetzt Leiter ist des Instituts für Mineralien-Kreislauf-Forschung. Dann haben wir einiges gemacht zu Bodenregeneration, auch mit Mykorrhizen und auch Regenwassermulden, Rainwater Harvesting in Äthiopien, Bodenverbesserung, auch Agroforst, Moringa-Bäume. Dr. Jan Wibbing, der bei uns war und jetzt das Beratungsunternehmen Soil Systems aufbaut in Deutschland und Äthiopien. Dann machen wir aktuell Kombination Rainwater Harvesting und Agroforst im Norden von Äthiopien. Wir arbeiten an diversen Ansätzen zur Messung von Humusausbau, Auswirkungen auf Wasser- und Nährstoffhaushalt. Und wir begleiten die Weiterentwicklung eines selektiven Jäteroboters. Damit danke ich fürs Zuhören und hoffe, Sie können etwas damit anfangen.